kalt ist es in London. Wir sind jetzt auf dem Heimweg Richtung Hotel, schreiben da noch die Texte für euch. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich im Hotel. Ciao. Guten Abend, Tag 1 neigt sich dem Ende zu. Wir sind hier jetzt in unserem Hotel angekommen und haben heute schon eine Menge erlebt. Ich zeige euch mal ganz kurz, was hier so abgeht. Hier habe ich gerade meine Sachen ausgepackt, liegt gerade alles ein bisschen leer rum. Ja, das ist mein Aufnahmegerät für Interviews. Hier haben wir die supergeile Kamera von Sebastian, der gerade hier sitzt. Und was machst du gerade? Ich tippe gerade für euch das Interview mit Brandon Knight ab, was wir heute bei der Open Practice hatten. War ganz cool, Brandon Knight erzählt so ein bisschen was sie jetzt bisher in London gemacht haben, wo sie schon waren, was ihnen gut gefallen hat. Aber auch, was diese Woche jetzt an sich für das Team bringt, wie er zufrieden ist mit Coach Kitkat etc. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Das Interview könnt ihr dann entweder morgen früh oder noch heute Abend lesen. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Was haben wir denn gerade? Wir haben Dienstag, ne? Dienstag. Genau. Und Tag 1. Tag 1, genau. Wir haben John Hansen, Jason Kidd und Brandon Knight für euch. Und wir überlegen gerade, wen ihr heute Abend noch lesen dürft und wer dann morgen früh auf euch wartet. Vielleicht wird es Brandon Knight, vielleicht auch John Hansen, vielleicht auch Jason Kidd. Ich weiß es noch nicht. Das entscheide ich einfach gleich mal so aus dem Bauch heraus. Und ihr seht es dann ja auf der Seite. Alles klar. Ja, das ist mein Platz hier. Seht schon. Ich habe die heutige Aufgabe noch etwas zu schreiben, aber noch ist nicht viel bei rumgekommen. Dann mache ich auch noch das YouTube-Video fertig und dann gehen wir noch was essen. Wohin genau, wissen wir auch noch nicht. Mal schauen. Und dann gehen wir ins Bett, weil morgen früh müssen wir um 9 Uhr oder um 10 Uhr unsere Akkreditierung abholen. Und dann geht's richtig los. Dann geht's in die O2 World. Also, bleibt dabei.